Leute, moin, grüß euch. Ich bin Vince von GameStop und ich habe wieder eine richtig blöde Idee. Ich fahre jetzt ins Kino und ich nehme euch da jetzt mit hin und ich werde ins Kino gehen. Dann gibt es einen Cut, komme ich raus, sage ich doch einfach mal, wie ich den Film fand. Das Ganze wird natürlich ein bisschen cooler. Wir dackeln jetzt los und müssen nach Hamburg. Wir treffen uns dort mit den Jungs von Rocket Beans. Nicht wirklich mit mir, aber die Jungs dort veranstalten einen Livestream direkt bei YouTube, den man dann abends verfolgen kann. Es geht dann in einen Club, wo dann richtig Party gemacht wird. Ich bin jetzt ja nicht fürs Vloggen bekannt, darum verzeiht, falls das nicht alles so mega cool wird. Aber ich versuche da jetzt schon ein bisschen was rauszuholen und zeige euch mal einfach meinen Tag, meine Nacht. Keine Ahnung, wie ihr das nennen wollt. Ja, wie gesagt, wir müssen los, wir schnappen noch unsere Sachen. Ich sag auch zu allen Events aktuell mal ja. Zu allem, was ansteht, ich will da unbedingt hin. Ja, ich bin halt Fan. Fan von dem ganzen Kram hier. Es wird schon cool. Also, fuck. Ich weiß nicht, wo mein Schlüssel ist. Das ist jetzt natürlich bitter. Was kann ich, wo ich das nicht gemacht habe? Ah, das habe ich schon Rucksack gemacht. Jetzt habe ich, glaube ich, alles. Ja, das Erste, was ich aber mache, ist auf jeden Fall Kaffee holen. Ja, fragt nicht. Was war das? Das waren die Boxen. Fragt nicht. Diese ganze Elektrik hier, die habe ich gemacht. Und das merkt man natürlich auch. Ich habe einen Lichtschalter vergessen. Der war falsch. Der. Fest. Und los. Mann, fuck! Eigentlich wollte ich euch irgendwie ein bisschen meine Stadt zeigen, aber jetzt das Wetter ist richtig super scheiße. Ich hab mir einen richtig, richtig geilen Regenschirm gekauft. Und ja, fuck, na los. Es lief natürlich alles nicht so nach Plan, wie ich das wollte. Und natürlich hatte auch wieder die Bahn Verspätung, wie immer bei mir. Deswegen war ich ein bisschen spät beim Event und konnte nur noch ganz kurz meine Kamera draufhalten, bevor ich sie ausmachen musste. Spätestens, als ich das Hologramm gesehen habe, war ich voll gehypt. Das war richtig geil. Und ich habe mir diesen kurzen Opener von, keine Ahnung, der ging, glaube ich, 10, 20 Sekunden, habe ich mir mehrmals reingezogen, weil ich den richtig, richtig geil fand. Der Film geht gleich los. An dieser Stelle. Ja, was soll ich sagen? Ich habe den Film gesehen. Ihr müsst ihn aussehen, damit wir reden können. Stopp! Der Typ war eindeutig übermüdet und total fertig. Darum hat er nicht ganz so viele coole Sachen da sagen können. Aber, und ich befürchte, ich bin mal wieder der Falsche, um mich dazu zu äußern, der Film ist geil. Richtig geil. Das liegt aber auch daran, dass ich persönlich glaube, dass es in 10, 20 Jahren, spätestens zu meiner Rente, auf jeden Fall so sein wird, dass man, ja, als Beispiel, ich, 60, wunderschön, konnte mir natürlich nie eine Yacht leisten, aber dank Virtual Reality habe ich eine. Ich kann meine ganze Freizeit in einer virtuellen Welt verbringen. Ich bin ein großer Verfechter davon. Ich liebe es. Und darum kriege ich richtig Gänsehaut bei dem Film. Klar, nostalgisch ist der auch, ne? Du hast da viele Anekdoten an ganz, ganz alte, an die Anfänge der Gaming-Area. Du hast da ganz viele Anekdoten an vergangene Gamer-Zeiten, die total geil sind. Da sind sogar, boah, so hart hell. Da sind aber auch Sachen bei, die selbst für mich zu alt sind. Also da werden Spiele erwähnt, die habe ich nie gezockt und werde ich auch nie. Natürlich ein Feuerwerk an Effekten. Richtig, richtig cool. Ich hatte euch eigentlich versprochen, dass wir irgendwie Rocket Beans oder so treffen. Und theoretisch habe ich ihn auch getroffen. Ich habe zumindest kurz meine Kamera drauf gehalten. Ich habe leider keinen Bereich, wo man irgendwie quatschen konnte. Gestreamt wurde, aber
halt so, ja, Kamera auf die Tanzfläche und go. Nichtsdestotrotz, ich habe euch jetzt nochmal ein paar Eindrücke von dem Abend mitgebracht. Schaut euch das an. An dieser Stelle verabschiede ich mich schon. Viel Spaß, bis zu bezocken. Bis dann.